So, willkommen zu einer neuen Folge. Sekunde, ich mach mal kurz Screenshot. So. Falls wir nicht kein besseres Bild kriegen. Für Thumbnail und so. Und wir sind immer noch auf dem Flaggschiff der Ikonianer oder der Herolde, wie auch immer. In dem tollen, in der tollen Sphäre. Wir sollen immer noch die Energieverteiler ausschalten. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Gegner. Nein, doch nicht, noch nicht. Jetzt aber wahrscheinlich. Ach, welche Überraschung. Na gut. Hat das wieder erstmal gehalten, okay. Na, was sonst kann ich nicht tun, also. Ein Schänder, na gut. Noch eins, okay. Ach, Echo Papa Drohne, hau mal ab von mir. Das ist noch sowas dumm gemacht. Warum? Man kann nicht mehr laufen, weil die Drohne an einem dran hängt. Das ist so dämlich einfach nur. Another junction just ahead, sir. If we can keep forcing the creature to use her own power, we can weaken her enough to defeat her. Na gut, wir müssen die erst wieder ausschalten, dann kommen sie wahrscheinlich wieder. Ach, welche Überraschung. I believe it to be some kind of command center. Na komm schon. Okay, wenn du meinst. Autsch. Toll. Nein, geh weg. Autsch. Na, da habe ich ihn ja jetzt ein bisschen heftiger, aber er ist gleich tot. Aber interessant, er kann trotzdem mal gehalten ist. Man muss seine Fähigkeiten einsetzen. Und wir uns knapp überlebt gerade. Deaktiviert und zum nächsten natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Ich hoffe, das hat ja auch mal irgendwann ein Ende mit den Schnittstellen. Deaktivieren. Das ist ja toll, dass sich da vier befinden. Dann können wir auch mal zum Ende kommen hier mit den Verteilern.
Natürlich. Wir zerstören ja auch keinen Gott. Wir zerstören ein normales Wesen. Erledigt. Na, ich hab Papa, ich weiß, du wirst kuscheln. Da, ein bisschen was aktiviert. Und weiterkämpfen. Kommt schon, hier liegt und so. Dann geh mal ab. Sind ein paar Leute auf ihm. Oh nein, oh nein. Na toll. Scheiß Schände, ey. Ach, hier lebt keiner. Gut, so. Lohnt nicht. War ewig rumzuwarten. Dick Schände, jetzt ist er tot. Ach, will dein Schmerz ist gar nicht mal so übel. Hä? Das Ding ist noch da. Was ist das? Das geht gar nicht weg. Jetzt. Okay. Oh Mann, oh Mann. Aktiviert. Drohne widerrufen. Okay, M-Terra ist wieder eingefangen. Und wieder Angriff. Oh Gott. Jetzt geht das wieder los. Oh, Gott sei Dank. Ich bin ja schneller tot. Muss ich nehmen. Okay, nächstes. Und hoffentlich letztes. Avenge me!
clearly out, Kit. I will stand with you, and these creatures will pay for what they've done. Kill them! Kill them all! Fall back! Transporter, beam us up! Immer diese Logik. Töten Tausende und Millionen, aber wenn dann einer von ihnen stirbt. Oh nein, wie schlimm. You made it back. Count yourself among the fortunate few. What's the situation on the flagship? M-Terra ist tot. I hate to say it, but that might be the first bit of good news I've heard all day. Okay, we need to fall back. While there's still a chance, the Heralds will be coming back in force. Bestätigt. Es sind so viele Schiffe. Na, guck das an hier. Tausende getötet. Well, was los? Wir bewegen das nicht mehr. Jetzt. Ach, da war Trümmerteil. Ich hab das nicht gesehen, ey. Es öffnen sich Portale am Rande des Systems. Das Allianzkommando befiehlt allen Schiffen, sich zurückzuziehen und die Schiffe der Heralds nicht anzugreifen. Es ist an der Zeit zu verschwinden. Einverstanden, setzen Sie einen Kurs, der uns aus dem System bringt. Okay. Warum sollten wir jetzt dieses Schiff? Wollten wir erst scannen und jetzt plötzlich sind wir abhauen? Na gut. Und was mit dir? Wir haben gerettet, was zu retten war, Sir, aber es gab nur wenige Überlebende. All diese Schiffe, all diese Leute. Bewahren Sie die Fassung, das ist nicht die Zeit zum Trauern. Kurs auf Kylanus ist im Gesetz. Wir erwarten Ihr Befehl zum Abflug. Warum angreifen? Wir greifen noch nicht an. Merkwürdig, merkwürdig. Na, schaffst du es noch? Ach ja. Aber das ist genau das, was ich sagte. Wir haben da tausende Tote zu beklagen. Die regen sich auf, wenn mal einer von ihnen stirbt. Nee, nee, nee. Da sind wir. Wir sind in das Kiana-System zurückgekehrt, Sir. Mehrere Führungsoffiziere warten im Konferenzraum auf Sie. Na, da bin ich ja hier falsch. Gott, war der Konferenzraum, ich glaube, oh, ne? Ach, sind, glaube ich, egal, wie rum ich laufe. Wäre was grün? Nein, grün war es nicht. Hier was. Despite the extraordinary efforts of you and many others, our operation was a failure. We're still totaling up the casualties, but the cost was too great. The Heralds still stand. They have lost one Iconian, but if anything, that will only prolong the conflict. Defeating Matara was a combination of the sacrifice of Guroth and many others, your quick thinking and martial prowess, and the Iconians' arrogance. Matara did not believe an Iconian could die. The others will not make the same mistake.
Wir mussten dieses Risiko eingehen, Captain. Wir konnten nicht auf die Waffe der Quenim warten. Indeed, but that is a small comfort to the warriors who have entered Stovercore this day. Those of us who remain will mourn. And then we survive another day. Und wir werden die Ikonianer besiegen. Na gut. Nächster. Captain Locke. I don't think we have a choice now. We have to complete the Krennum device. Captain Cogran wants it online immediately, but this isn't something we can rush. Cutting corners with temporal mechanics? That's how you end up with unsolvable time paradoxes. Look, I'll do whatever I can, but I'm scared of this technology. Building it will be the greatest challenge of my career, but actually altering time? I'm not sure anyone should have that much power. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber es ist unsere beste Option. Und der nächste. I want to personally commend you. Whatever success we had in this mission was thanks to you. The Iconians have lost their leader. Their unity is broken. That might give us an opening to end this war. The cost, though, all those people, I can't help but feel that I failed them. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen, Captain. Sie kannten die Risiken und waren bereit, sie in Kauf zu nehmen. Na gut, dann kehren wir mal zurück. Immerhin, das lädt schnell. So, dann noch das hier anhören. Our losses were great today. And we will mourn for every hero who died defending their galaxy. I am a warrior. I believe in honorable combat, direct tactics, and looking my enemy in the eye. Although you did manage to destroy Matara and break the unity of the Iconians, I now see that we cannot use traditional combat to defeat them. Captain Nog and his team will continue their work on the weapon. It may be our only option. Wahrscheinlich schon. Delta Allianz Verstärkungsbarke. Okay. Und Taktik. Oh. Brennkammer. Dann nehmen wir das einfach. Ungebrochen Ausrüstung. Ausrüstung sei schon. The research teams in the Kiana system require your assistance. They have been running thousands of temporal incursion simulations of how to use the Krennum weapon. But I need an officer with field experience to evaluate the project and its feasibility. You will participate in a focus test of the most promising options. A blade cuts both ways. We must be sure that what this weapon can do to the Iconians does not cause greater harm to us. Okay, akzeptieren. Ah, wieder hier. Ich guck mal ganz kurz. Können wir das so einsetzen oder muss ich es wirklich ausrüsten? Ah, ich kann es so einsetzen. Ich pack das jetzt einfach mal da rein. Da gibt es doch auch noch. Das Nimbus-Signal da sein, meine ich doch. Nutzen wir einfach beides. Und wir haben 19 Minuten. Ja, dann mache ich trotzdem jetzt mal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hoffentlich mal langsam den Ikonianern in den Arsch treten. Also, bis dann. Bleibt lang und Frieden.